Rund 9400 Bibliotheken gibt es in Deutschland. Für sie wurde 1995 der bundesweite Tag der Bibliothek entwickelt. Obwohl die Zahl der Büchereien rückläufig ist, werden jährlich immer noch 74 Millionen Mal Bücher und andere Medien entliehen. Längst sind die Bibliotheken keine verstaubten Plätze mehr, sondern moderne Einrichtungen für alle Altersgruppen. So sieht es auch der Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete Jochen Klenner, der gerne von seinem Büchereiausweis Gebrauch macht. Lesen ist Kino im Kopf, es regt die Fantasie an. Ich merke es bei den eigenen Kindern, wie viel Spaß es macht, vorzulesen, wie viel Spaß es ihnen auch macht, so langsam sich die Geschichten dann zu erarbeiten. Und da sind Bibliotheken ganz wichtig, denn hier gibt es natürlich eine riesen Auswahl an spannenden, aktuellen Geschichten. Die kann man ja gar nicht alle zu Hause stehen haben. Und deshalb ist es auch einfach ein toller Einstieg, um auch für Kinder ein Interesse zu wecken an Kultur. Und die Bücherei hat ja über 1000 Besucher pro Tag und deshalb eine ganz wichtige Einrichtung, 365 Tage im Jahr. Jeden Tag haben die Büchereien aber bisher nicht geöffnet. Wir wollen aber ermöglichen, dass bald vielleicht ein paar Sonntage mehr hinzukommen. In Reit geht das schon als Modellprojekt in ganz NRW. Und wir wollen es ausweiten, dass, wenn es gewünscht ist, eben sonntags für Veranstaltungen oder eben auch einfach mal, um sich dort mit Familie zu treffen, die Büchereien öffnen dürfen. Dafür haben wir jetzt ein Bibliothekstärkungsgesetz verabschiedet. Weil Bibliotheken immer mehr Treffpunkt sind, muss ich das auch baulich zeigen. In Reit haben wir bereits eine tolle Kinder-, Jugend- und Familienbibliothek, die super aussieht. Und in Gladbach haben wir das große Förderprogramm des Landes, was kommt im Rahmen des IEC-Programms in der Gladbacher Innenstadt, wo die Stadtbibliothek eine wichtige Rolle spielt als Treffpunkt für die Menschen hier in der Stadt. Und wenn das Geld dann auch noch fließt, dann haben wir eine tolle Bibliothekenlandschaft in Mönchengladbach.